Hallo, mein lieber Steinbock. In dieser Legung schauen wir uns wieder eure drei Veränderungen an, die im Januar und Februar kommen. Ja, ich mache es diesmal ja für 2 Monate, weil ich glaube sowieso nicht, dass ich das jetzt für alle schaffe, es noch rechtzeitig Anfang Januar alle Legungen zu haben. Deswegen habe ich auch die Überschrift gewählt, Mitte Januar bis Februar. Ja, aber meine Lieben, wenn ich diese Legung schon reinstelle früh, dann ist sie ab sofort gültig, weil jetzt sind die Energien da. Ja, deswegen wundert euch nicht, aber ich habe jetzt mal euch als erstes ausgewählt für diese Januar-Februar-Legung. So, dann lasst uns mal schauen, was kommt hier für den Steinbock. Und bitte immer den Aszendenten mit angucken, ja? So, was kommt Januar, Februar für den Steinbock? Okay, ich nehme nur das Oberste, meine Lieben. Ich weiß gar nicht, war es gerade schon im Bild? Huch. Hier, it's not your problem. Es ist nicht dein Problem. Das ist hier mal eine Message. Okay, es ist nicht dein Problem. Wir machen ja sowieso drei Veränderungen, ja, drei Themen. Okay, dann lass uns mal schauen. Moment, welche Karten nehme ich? Ich glaube, ah doch, oder? Nehme doch die kleinen, damit alles drauf passt. Es ist nicht dein Problem. Um was geht es hier bitte im Januar, Februar bei den Steinböcken bitte? Vier Schwerter, Waage, Ritter der Stäbe, das ist hier Löwe und der Turm Widder, falls ihr mit solchen Personen zu tun habt, aber wir werden sehen. Es ist nicht dein Problem, der Tod, die Skorpionenergie. Okay, jetzt noch eine Lennermond und dann beginnen wir mit der Deutung. Okay, wir haben hier noch die Sargkarte. Das ist hier Widder, Löwe, Schütze. Jemand Jüngeres, jemand mit dunklen Haaren, schwarzen Haaren. Ja, mit der Sargkarte. Man nimmt von etwas Abschied. Oder es gibt hier etwas im Krankheitsbereich, ja. Traurigkeit, oder man hat einen Stillstand, eine Pause. Ja. Es kommt ein abruptes Ende. Es kommt eine rasante Veränderung. Es kommt ein schockierender Moment. Ja. It's not your problem. Das ist jetzt mal witzig. Dann, ja, nicht witzig, aber dann ist es vielleicht jemand aus deinem Umfeld und du machst es einfach vielleicht doch zu deinem Problem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Betrifft dich gar nicht, ja, du hörst nur davon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das könnte es sein, ja. Kann sein, dass das hier einfach eine schockierende Nachricht ist. Schau mal, es kann aber auch sein, dass jemand krank wird. Dass jemand krank wird und du kommst in dieses, oh, das tut mir leid und so weiter. Aber damit hilfst du dieser Person ja auch nicht. Ja, lieber schauen, dass du Fröhlichkeit mit reinbringst. Okay, also hier, das könnte tatsächlich sein, dass hier jemand in der Ruhepause ist. Ja, also krank, kränklich, einfach vielleicht auch ein Burnout oder einfach in der Ruhephase. Ja, ich denke, aus dieser Ruhephase wird hier sowieso wieder Energie kommen. Ja, also wenn man sich hier einfach ein bisschen ausgeruht hat, krank war, kränklich war, dann kommt hier die Energie wieder. Ja, aber
Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn ich mir das anschaue. Es kommt hier eine schockierende Situation. Das scheint hier aber nicht dein Problem zu sein. Ja, ist nicht dein Problem. Dann wird es so sein. Irgendwas in deinem Umfeld hörst du und steigerst dich da rein, bringst dich in irgendeine Traurigkeit. Wozu? Ja, es hat jetzt nichts mit Mitgefühl zu tun. Ja, okay. Noch eine weitere Zusatzkarte dazu, damit ich das besser deuten kann. Es ist nicht dein Problem. Zweiter Stäbe. Entscheidung treffen. Okay, vielleicht fragt dich jemand nach einer Entscheidung oder ist. Oder du willst mitentscheiden, obwohl dich keiner gefragt hat. Ja, und ja, genau. Du willst hier eine Entscheidung treffen. Hey, Moment, erzähl mir mal ganz genau, was hier passiert ist. Und dann möchtest du dich da einmischen. Aber es ist nicht dein Problem. Halte dich da raus. Okay. Was ist hier die Empfehlung für den Steinbock? Zweiter Schwerter. Die Entscheidung ist einfach zu schwer, damit du als Außenperson hier mitentscheidest. Ja? Lass mal eher andere entscheiden, vielleicht auch mit einem Berater. Ja? Also, oder bist du Anwalt? Ja? Oder bist du Jurist? Ich habe das Gefühl, du könntest hier vielleicht auch eine falsche Meinung, deine falsche Meinung mitgeben. Ja? Weil das ist, nee. Da muss man wirklich planen, Schritt für Schritt. Das sehe ich auch hier. Man plant hier. Ja, und wenn du das nicht kannst, dann lass es, sonst könnte es eventuell schlimmer sein werden, wie auch immer. Okay, das ist mal das Erste. Wir schauen uns euer zweites Thema an. Also, falls ich jetzt irgendein Thema sehe, was ich mehr durchleuchten möchte, werde ich natürlich eine weiterführende Legung machen, aber das weiß ich bisher nicht. Also hier spricht es mich nicht an, weil ich nicht genau weiß, was das ist hier. Vielleicht trennt sich auch jemand und du sagst, ja, mach, mach. Nee, halte dich da mal raus. Ja, kann auch natürlich was anderes sein. Ich kündige meinen Job oder ich mache was ganz Verrücktes und so weiter. Ja. Zweites Thema für Januar, Februar. Bei den Steinböcken bitte, was zeigt sich hier noch? Was zeigt sich? Oh, wie schön, Fische. Könnte Finanzen sein, aber auch Gefühle. Wir werden sehen. Huch. Also, ich mag ja gar nicht drei Karten zu bekommen, aber gut, es wollte. Du siehst hier Fische, Störche. Und Turm. Ich möchte mir das natürlich später nochmal anschauen im Gesamten, aber für einige Steinböcke kann das sein, dass hier eine finanzielle Veränderung kommt, ja? Finanzielle Veränderung von einem Unternehmen, von der Selbstständigkeit, von einer Behörde. Genau, eine finanzielle Veränderung würde ich sehen. Es kann auch eine künstliche Befruchtung sein. Ja, schau mal. Also hier schwanger werden und hier künstliche Befruchtung machst du hier irgendwo. Ja, genau. Die zwei Sachen mal vorab. Moment, fällt mir noch was im Bereich Liebe ein. Ich würde sagen, ich lege jetzt mal die Karten. Und dann schaue ich mal, weil so kann ich es jetzt nicht genau sagen. Ich sehe mehr oder weniger die Finanzen. Okay, mehr Details hier. Mehr Details hier. Was kommt hier Januar, Februar? Was bedeutet das hier mit diesen drei Karten? Gericht. Was noch? Was noch? Skorpionenergie. Drei Stäbe der Wagen. Okay. Mehr Details.
5 Kelche. Moment, ich nehme trotzdem noch eine Lennemont hier. Was habe ich denn hier? Skorpion, Widder, Krebs und Skorpion nochmal. Oh, nee. 3 Karten nochmal, das wird mir zu viel. Was war das? Wolken. Okay, mit den Wolken, ja. Es sind einfach Dinge noch unklar, noch im Nebel. Aber die Energien kann ich euch hier mal schon sagen. Zwillinge, Waage, Wassermann, jemand Gleichaltriges, jemand mit grauen Haaren, weißen Haaren, Perücke oder einer Glatze. Das könnte hier ein Ex-Partner sein, ja, von dem hier ihr Geld erwarten könnt, Ex-Partner. Ja. Definitiv kommt hier Erfolg. Für mich sind es noch immer die Finanzen, aber dennoch kann es auch diese künstliche Befruchtung sein, dass man sich hier auf die Reise macht, ja, weil man einfach unglücklich ist, dass es hier einfach immer nicht geklappt hat. Ja, jetzt lassen wir mal die künstliche Befruchtung weg, weil das betrifft weniger Leute. Okay, also ich sehe definitiv, hier kommt Erfolg rein. Ja, hier wirst du irgendwie finanzielle Mittel erhalten, ja, hier kommt was rein, ja, du planst hier schon, du weißt hier ganz genau, dass es auch positiv ausgehen für dich, ja, dass du wirklich, du schaust schon danach, für dich ist es klar, es kommt, mal sehen, wie viel, ja, ich weiß nicht genau, ob man enttäuscht sein wird von dem Betrag, wäre möglich, oder aber man ist die ganze Zeit sehr ungeduldig, traurig, dass es noch nicht da ist. Ja, aber es scheint zu kommen. Scheint hier irgendwelche Nachrichten zu kommen. Mehr Details hier bitte. Kann auch sein von einem Gericht. Ich habe ja gesagt, Behörde, Firma, Unternehmen oder Gericht. Ja, falls ihr irgendwelche Gerichtsverhandlungen habt. Okay, eine weitere Karte ist der Magier. Es wird gelingen. Ein Gelingen. Ja, also das, was du hier angestrebt hast, worauf du wartest, das gelingt. Ja, du hast es dir manifestiert und ja, du kannst davon ausgehen, dass es hier ein gutes Outcome geben wird. Ja? Ja, du hast es dir selber kreiert, sagen wir es mal so. Wahrscheinlich bist du schon in diesem Mindset oder in diesem Gefühl, ja, bekomme ich sowieso. Es ist nur die Frage, wann. Ja, okay. Dennoch gibt es hier einen Ratschlag für euch. Gibt es hier einen Ratschlag, was das hier betrifft? Meine lieben Steinböcke, bitte meldet euch, falls ihr irgendwelche persönlichen Kartenlegungen wünscht. Ja, dann können wir intensiver reinschauen und direkt in euren Fall. Was ist hier der Ratschlag? Immer ehrlich kommunizieren, würde ich mal sagen. Immer klar kommunizieren, ja, nicht so, Moment, tue ich nochmal weg. Also nicht sagen, vielleicht, nee, lass mal das Wort vielleicht weg. Ja, also klar, alles klar kommunizieren. Was ist sonst noch der Ratschlag? Ja, du kannst einfach selbstbewusst vorangehen, weil es wird hier Erfolg kommen. Ich sehe aber auf dem unteren Deck wieder die 5 Kelche. Vielleicht wird es dich nicht zu 100% zufriedenstellen. Ja, so kommt mir das vor. Du bist enttäuscht von dem Ergebnis. Ja. Dennoch muss nicht für jeden übereinstimmen. Ja. Vielleicht bereut man ja die damaligen Dinge, dass man das vielleicht nicht schon früher erledigt hat, dass man das schon nicht früher angefordert hat, ja? Das ist natürlich individuell. Okay. Auch hier gibt es keine weiterführende Legung, ja. Aber wir schauen uns euer drittes Thema an im Januar, Februar. Was kommt hier? Für die Steinböcke bitte. Turm umgedreht.
Und der Fisch sage ich, der Gehängte. Der Gehängte ist Fisch und Turm ist hier Widder. Bitte habt noch Geduld, du wirst hier eine Krise überstehen. Ja, falls du in irgendeiner Krise bist, ja, in irgendeiner Lebenskrise, vielleicht sind es auch Kleinigkeiten und du machst da eine große Welle draus, du bekommst das. Ja, also das ist positiv zu sehen. Ja, egal was hier so ansteht, wo du denkst, oh Gott, da geht es nicht weiter, das wirst du überstehen. Hab noch ein bisschen Geduld. Kann aber auch sein, dass jetzt im Januar, Februar die Zeit dafür ist, dass du sehen wirst, oh wow, es kommt eine Verbesserung. Okay, aber schauen wir uns mal an, was so das Thema überhaupt ist oder ob hier mehr Klarheit kommt mit den restlichen Karten. Mehr Details hier bitte. Das sind die anderen. Ich nehme die kleinen, damit alles aufs Bild passt. So, wir haben 4 Münzen, 7 Kelche. Vier Stäbe. Es geht schon um Stabilität. Moment. Steinbock, Skorpion und Widder. Energien. 10 Schwerter. Ja, es wird definitiv was zu Ende gehen. Das sehe ich schon. Zwillinge. Und jetzt noch eine mit dem Lennermond. Okay, wir haben hier noch die Ankerkarte. Also gut, das sind dann die Energien von Krebs, Skorpion und Fische. Hier. Und jemand Älteres würde ich hier sehen, jemand mit braunen Haaren oder dunklen Haaren. Ja, eine Krise wirst du überstehen. Also es kann der Bereich sein Arbeit, Beruf, Ausbildung, Studium kann es auch sein, Schule kann es sein, es kann natürlich auch ein Hobby sein. Es geht aber definitiv um irgendwas, ja, im Bereich der Stabilität. Ja. Okay, also Moment, eine Krise wirst du hier überstehen. Hab noch etwas Geduld. Ich denke tatsächlich, dass du hast hier lange dran geknabbert, ja, mit 10 der Schwerter. Das ist schon schmerzhaft, das ist schon eine lange Zeit, aber nun geht es zu Ende. Ich sehe hier schon Stabilität. Die Zahlen 4 bedeutet sowieso Stabilität und ich würde sagen, ja, hier kommt Stabilität rein. Auch hier, es wird hier alles wieder gut werden. Ich denke, du hast hier entweder einige Möglichkeiten angenommen, ja, du hast es dir überlegt, das ist jetzt nicht von alleine irgendwie gekommen, sondern ich sehe auch hier, hattest du Überlegungen, ja, du hast dich einfach mal kopfüber runtergehangen, ja, nicht wirklich, aber halt, um andere Perspektiven zu sehen. Und ich denke, du hast hier deine Möglichkeiten genutzt, hier wieder Stabilität in dein Leben zu bekommen. Ja, ich möchte hier noch eine Zusatzkarte. Zusatzkarte bitte für die Steinböcke. Wow, ja. Du hast gut durchgehalten, du hast Stärke gezeigt, du warst mutig und das ist hier deine Belohnung. Das ist hier, dass du eine Krise entweder abwenden konntest, eine bestimmte Krise, was es auch ist, oder dass sich hier das also zu 100% verbessern wird. Es wird sich verbessern. Du kommst wieder in die Stabilität. Diese doofe Zeit, was es auch immer ist, geht zu Ende. Ja. Okay, dann, als hätte ich das schon mal bei den Steinböcken gesehen, so die Kraft. Ich habe so das Gefühl, viele Steinböcke sind sehr, sehr stark, sehr mutig, ja. Einen Ratschlag dennoch für meine Steinböcke, bitte. Was ist hier der Ratschlag? Wow. Selbstbewusst immer vorangehen, immer positiv denken, optimistisch denken und einfach stark das fordern, was man will, ja, und sein Leben neu kreieren. Ja, wow. Wow, ich bin begeistert. Ja, auch hier wird es keine weiterführende Legung geben. Ja, ist wirklich schon alles eindeutig. Aber wie gesagt, falls ihr irgendwelche persönlichen Kartenlegungen wünscht, kontaktiert mich gerne per E-Mail. Wir schauen einfach detaillierter rein und da kann ich euch auch weiterhelfen. Ja,
Ansonsten, es ist heute der 26. Dezember. Ihr seid die Ersten, die ich hier mit der Januar-Februar-Legung veröffentliche. Wie gesagt, wundert euch nicht, dass Mitte Januar draufsteht. Ich wusste nicht, dass ich dazu komme, überhaupt die Legung noch rechtzeitig zu machen. Eure habe ich jetzt geschafft. Okay. Somit, ich wünsche euch einen wundervollen Start ins neue Jahr 2024. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich meinen Steinböcken. Tschüss.